Hallo und herzlich willkommen zurück beim Beagle und The Last of Us. Wir sind mit Tess und Ellie unterwegs zum Rathaus. Mehr gibt es da im Moment gar nicht zu sagen. Dann machen wir das doch mal. Wird noch spannend, wird sehr spannend. Aufbrausend. Mitreißend. Fühlend. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Und Leute, ich habe ACC genommen. Weil ich super verschleimt bin und jetzt löst sich der Scheiß nur so halb. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Da vorne ist eine Patrouille. Ich habe euch meine Blinddarmgeschichte gar nicht zu Ende erzählt. Guck mal, so heftig bin ich. Das ist wie ein Bloodborne, okay, wo ich euch einfach über drei Folgen lang erzählen wollte, wie ich überhaupt in Bloodborne gekommen bin. Komm, Kleine. Und hab jetzt voll in die Sequenz geredet. Sorry. Ich versuche ja meistens darauf zu achten, nicht zu heftig in die Sequenzen zu reden. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Außer ein paar kleine Seitenkommentare. Ich bin tatsächlich draußen. Oh ja, du bist tatsächlich draußen, Kleine. Aber nur gut. Ja, dann war ich halt so im Krankenhaus und voll auf Novalgien. Hier geht's dann. Da kam eine Notfallärztin, hat mich abgetastet und meinte direkt, ja, ihr Blinddarm. Das muss ihr Blinddarm sein. Wir warten noch die... Oh. Ja, bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Ellie? Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Okay. Wow, wie er beschützt. Das ist süß. Los, los! Also soll das so sein? Ja, danke, Tess. Danke. Wollte ich sogar in der Tat, hat aber irgendwie nicht geklappt. Haben die mich jetzt entdeckt, ne? Im Grunde? Weil guck mal, das läuft uns die ganze Zeit hinterher, das Licht. Ellie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Nein. Ja. Ja. Verdammt, sie sind überall. Boah. Also irgendwie ist das Licht ständig auf uns drauf. Ich halt glaub nicht, dass das geplant war. Naja. Soldaten! Da! Soldaten! Soldaten! Wir müssen durchgekommen sein. Plötzlich ja. Bleib zurück. Wo muss ich denn überhaupt hin? Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag. Ah, so viele. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Ja.
dieser Penner. Ah, das macht mich ein bisschen nervös. Okay. Siehst du irgendwas? Da vorne? Weiß ich nicht. Also gut. Okay. Ja, Ellie ist immun. Viele denken jetzt natürlich, dass sie super wertvoll ist, deswegen. Ob dem so ist, werden wir doch wohl sehen. Naja, auf jeden Fall hat die Notfallärztin dann auf meinen Entzündungswert gewartet. Huchalacha. Und mein Entzündungswert war so heftig hoch, dass ich direkt als super heftiger Notfall eingestuft worden bin. Und sie war auch schockiert, dass ich mit den Schmerzen rumlaufen konnte. Aber alles Happy End. Ich habe ja nochmal Glück gehabt. Ich will eigentlich... Ja. Okay. Schade, nichts zu looten. Neuer Kampfstock wäre gar nicht schlecht, fällt mir gerade auf. Der Regen. Es fühlt sich so schön an im Munde. Warte mal kurz. Immerhin. Warte mal, wie geht das denn jetzt? Nein, das wollte ich. Hey Leute, ich will doch nur wissen, wie das Crafting-System geht. Ja, nun. Ich gehe schon in meinen Stein. Das ist überhaupt nicht laut. Noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Ich brauche einen Stein. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Ja. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns Glück. Noch. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Ja. Ich will halt Stealth bleiben. Aber Joel ist so langsam in Stealth. Ist okay. Steine sind ja auch relativ wichtig jetzt gleich. Wow. Ich habe das Messer benutzt. Scheiße. Ich wollte das Messer nicht benutzen, Leute. Ich wollte es nicht. Aber so, nein. Early word. Mann. Ja. Hier durch. Na los. Ja. Ja, wir sind gut durchgekommen. Nur der eine. Aber ich habe mein Messer verloren. Ich wollte ihn eigentlich erwürgen. Hab zu schnell getippt, weil ich Angst hatte, dass er sich umdreht, wenn ich ihn packen möchte. Wollen wir ihn weiter verfolgen? Ja. Wir sollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib still. Und jetzt kann ich echt nicht mal kraften. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Na, was? Doch hier durch, ne? Wo denn? Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. So. Also es ist völlig egal, ob Ellie es wert ist oder nicht. Wir haben sie jetzt bei uns. Und wir passen auf sie auf. Joel, so einfach ist das. In der Tat, hier regnet es nicht. Hier müssten wir durchpassen. Wo denn? Wo denn? What? Die Tür will er nicht nehmen? Wo will er denn durchpassen? What? Leute, what? Also irgendwas...
Ich habe das Spiel schon so oft gespielt und scheitere gerade daran, einen Weg zu finden, den ich jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal, immer sofort gefunden habe. Aha. Ganz schön dunkel alles. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Das sagst du so einfach, Joel. Wir schaffen das ja selbst kaum. Okay, jetzt bräuchte ich. Nein. Nein. Nein, ich akzeptiere das nicht, dass hier einfach nichts ist. Tess, hier lang, durch das Rohr. Nein, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Hier ist gar nichts für mich doch. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Alles wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Ich glaube, das Spiel will gar nicht, dass ich crafte, sonst hätte ich schon längst rausgefunden, wie das geht. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Die kleine Maus wegbringen. Rennen! Oh, warte, warte. Nur rauf, sie fahren weg. Sammeln, sie rufen uns zurück. Das ist die ganze Zeit Chris' Stimme. Bei dem Wetter hatte ich auch keinen Bock, nach irgendwelchen Idioten zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm? Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Ha. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Er hat echt schlechte Karten, muss man sagen. Hier lang. Ja. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Ich komme. Hoffentlich. Einen Moment, Leute, ich muss mal eben was machen. Mal gucken, wo wir da landen. Wird sehr spannend auf jeden Fall. Ich bin gerade... Ah, das Gewitter ist heftig am Vibrieren in meiner Hand. In dem Controller halt. Ich muss nur eine Sache nachgucken. Boah, gutes. So. Entschuldigt, liebe Leute. Ich musste aber eine Kleinigkeit machen am Handy und das konnte jetzt nicht warten. Ich will mal gucken, ob ich hier in der Umgebung noch was finde. Ja, voll professionell und so, ich weiß. Ach so, da geht's weiter. Ja gut, ich meine, hier war auch nicht so viel. Das kommt alles noch. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Ellie. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Nix. Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Was ist das? Soll da was stehen? Wellenlen oder irgendwie so? Ich werde hier gerade nicht so belohnt, ehrlicherweise. Obwohl so viel Gebiet hier ist.
Was war das jetzt? Ein Löwe. Hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ja, klar, ja, klar. Mann, ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Entschuldigung, Leute. Da war ich zu schnell. Aber klar, hier brummt der Bär. Er steppt und brummt. Ah, ne. Hier drüben. Aber schön, dass auch hier die Natur macht, was sie möchte. Ich seh's doch. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Alter, schwank das. Bleib du einfach in ihrer Nähe. Soll ich irgendwas machen? Du machst bitte einfach gar nichts. Nee, ich nehme irgendwie lieber einen Stein. Frag mich nicht warum, aber ich tu's. So. Hier kommen wir rein. In ein Gebäude, das statisch vermutlich nicht mehr sicher ist. Oh Leute, ich habe schon wieder Bock zu grillen. Ich stehe auf meine Chili-Bratwürstchen. Die sind geil. Die brennen aber zum Glück auch nicht nach oder so. Sind einfach nur geil und lecker. Oh no. Er wurde zerfetzt. Ja. Man sieht das. Ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Oh, das sieht aus wie so ein Gesicht, wie die Masken in Strangers, The Strangers tragen. Nee, warte mal. Ah ja, da war ich ja schon. Alles gut, Mädels, alles gut. Ich weiß, ich bin jetzt euer Hahn im Korb und so, aber benehmt euch, ja? Schön benehmen. Ganz viele Sachen für mich. Ich glaube, Tessa klebt mir gleich das Crafting-System. Irgendwas, ich habe das im Pipi irgendwie. Oh, was ist da denn? Einsatzprotokoll. Feldeinsatzprotokoll M245E. 18.8. Angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22.18 Uhr. Scheiß. Negativer Kontakt. 23.12 Uhr. Soldat. Atwater meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Cordyceps infiziert, zweites Stadium. Bei eingestürzten Bürogebäude unterwegs für Untersuchung. 23.40 Uhr. Mehrere infizierte Kontakte. Soldaten Atwa Shaha Kulditsch vermisst. Ich habe keine Ahnung. Angriff im Gebäudeinneren aufgehalten. Erwarte Evakuierung. Tja, das lief nicht so gut, ne? Sie hat es wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Klassik. Na, warte mal, ich gehe nochmal. Ah, wartet, Mädels. Ich komme gleich zu euch, aber ich will erst was gucken. Hier oben könnten Dinge für mich sein. Und das. Weil. Ach, Leute, es ist ziemlich fies, dass ich nicht craften kann. Wenn ich das sogar schon voll habe. Ich würde mir nämlich gerne Messer machen. Na gut. Gott, verdammt. Dass er das anpackt, Leute. Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So ja. Gut wie. Sie nutzen Geräusche. Fledermäuse? Genau. Wenn du klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. So sieht's aus, Leute. Tess erklärt Spiel. Sieht aus, als würde gleich alles einstürzen. Ja, aber wie? Leute, Kopf wie? Passiert. Ich habe so viel Zeug jetzt schon und alles voll, alles einfach voll. Tess,
Kannst du es mir nicht jetzt schon erklären? Na egal. Guck mal, da stehen sie, meine beiden Mädels hier. Nächstes Mal gehen wir weiter durch dieses Gebäude. Es wird noch spannend sein. Wir haben Infizierte gehört, also werden wir bestimmt auch Infizierte treffen. Beratet mir mal, wie ihr die ganze Situation hier so findet mit den beiden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen Tag und haut rein! Mhm.